Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Vegan Beauty Basket für die Monate September und Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist, wie der Name schon sagt, eine vegane Beauty Box und sie erscheint alle 2 Monate, kostet ab 23,33 und mit Claudi 10 kannst du 10% auf deine erste Box sparen. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen, kann auch ab und an mal eine Box verlosen und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox, schau gerne einfach mal vorbei. Ja, Ina hat hier auch immer mal wieder, ich glaube jedes Mal tatsächlich auch mittlerweile, ne, ein Auswahlprodukt, wo man sich entweder die Farbe aussuchen kann oder was das Produkt so können soll. Und ich bin sehr überrascht, dass die Box dieses Mal so schwer ist. Ich bin sehr gespannt auf die Produkte, die hier drin enthalten sein werden. Ich glaube auch, dass alles tierversuchsfrei ist, was hier drin ist. Also nicht nur vegan, sondern auch tierversuchsfrei. Und jetzt entferne ich einfach mal den Deckel von dieser matt-schwarzen Verpackungsgeschichte. Ja, und guck einfach mal rein mit euch. Okay, also, so schaut es einfach mal aus, wenn man den Boxendeckel entfernt hat. Es riecht auch leicht so kräuterig. Irgendein Kräutergedönsen ist das. Das riecht, oder eher nicht Kräuter, so ganz natürlich mäßig, so grasig fast schon, ne? Ja, okay, wir müssen gleich mal gucken. So sieht das dann nämlich aus, wenn man es geliefert bekommt. Perfect for each other. Das ist natürlich süß. Das malt die Ina übrigens auch immer selber, ne? Das ist die Boxengründerin. Und hier haben wir 2 Katzen abgebildet. Hier hinten steht drauf, viel Freude mit der Box. Und ein Herzchen hat sie drauf gemalt. Also ich finde diese Karten immer total super. Dann habe ich hier einmal die Produktkarte drin enthalten. Das ist einfach das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, dass wir halt da uns die Inhaltsstoffe nochmal etwas intensiver angucken können. Die Preise sind abgebildet, 5 Produkte sind natürlich auch wieder in der Box drin und eine Kurzbeschreibung haben wir auch immer mit dabei, weil manchmal, bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich weiß nicht ad hoc bei jedem Produkt, wie ich es anzuwenden habe und dann bin ich immer froh, wenn ich so ein Heftchen mit dabei habe, wo es halt auch mit drin abgebildet ist oder drauf reingeschrieben wurde. Dann ist hier auch noch ein Flyer mit dabei von Jungglück. Haben wir ein Produkt von Jungglück hier drin? Das wäre ja krass. Das ist ja eine Marke, die auch ziemlich im Hype ist, ne? Wir haben auf jeden Fall einen Code, VeganBasket, ne? Da bekommst du 15% Rabatt bei jungglück.de. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also das wäre natürlich wirklich cool. Okay, Butterbrotpapier, was mit so einer schönen Schleife immer zugebunden ist. Wir haben kein Verpackungsfüllmaterial oder sowas in der Art, sondern halt wirklich, das ist die Box, ne? Wir haben nicht so diese, was man halt bei anderen Boxen sonst auch gerne mal hat. So ist die halt immer auch echt gut verpackt. Wow, ja. Also wir haben ein großes Produkt tatsächlich sogar von Jungglück hier drin. Und so sieht das dann aus, wenn man dann das Ganze einmal zur Seite gemacht hat. So. Komm, wir nehmen auch zuallererstes von Jungglück raus, das Rizinusöl, ne? Körperpflege. Rizinusöl kenne ich tatsächlich auch für die Wimpern, weil Rizinusöl kannst du verwenden, damit quasi die Wimpern nicht abbrechen, also quasi zur Anti-Haarbruch-Geschichte, ne? 100 ml haben wir hier auf jeden Fall von dem Rizinusöl enthalten. Und da habe ich jetzt einfach nur ein bisschen Angst. Ja, ich bin schwanger. In der 33. Woche ist das. Aktuell habe ich eine Honigmelone mit 1,9 Kilo und 43 Zentimetern in meinem Bauch. Richtig, richtig krass. Es ist wirklich Endspurt, Leute. Ne? Es ist wirklich der Wahnsinn in Tüten und ich freue mich wie Bolle drauf, den kleinen Mann, Mr. Bauchi, sehr bald in meinen Arm halten zu können. Und ich heule gleich. Auf jeden Fall hat Mr. Bauchi aber auch dazu geführt, dass mein Körper sich gedacht hat, dass es eine ganz tolle Geschichte wäre, dass man irgendwie auch an Körperregionen auf einmal Haare bekommt, die ich vorher nie hatte. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich damit dann ja quasi diese Körperhaare auch entsprechend pflegen würde. Naja. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich das auch super nehmen kann, so gegen Stretchmarks, ne? Gegen Schwangerschaftsstreifen halt. Also mein Bauchi damit einzucremen und Mr. Bauchi tritt auch gerade. Ich glaube, er freut sich so ein bisschen drüber, dass Mutti hier jetzt ein neues Produkt für ihn hat quasi. Und ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt gerade so ein Produkt, das hatte mein Freund mir noch gegeben.
von Dr. Severin oder so ist das etwas. Und danach kann ich das hier theoretisch dann auch verwenden. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Schöne Sache. Sehr schöne Sache. Und vor allem Junglück. Ich weiß nicht, was kostet denn? Ja, 20 Euro. Und wenn du dir überlegst, 23,33 zahlst du für die Box. Und allein 20 Euro schon dieses Produkt finde ich einfach immer wieder toll. Und ja, hier steht es auch tatsächlich. Das dickflüssige Öl revitalisiert die Wimpern und Haarwurzeln und versorgt die klitzekleinen Haarfollikel gezielt mit Nährstoffen und stärkt das Haar somit nachhaltig. Genau. Aber hier steht ja drauf, dass du es eigentlich für die Haut nehmen kannst, ne? Lindern behutsame, trockene, irritierte Stellen. Kannst du dann sowohl als auch wahrscheinlich verwenden. Ja, ist doch nicht verkehrt. So, dann habe ich hier ein festes Shampoo drin enthalten von Endro Cosmetics Granite Rose. Ja, ich glaube, das ist das, was so riecht. Also ich mag den Duft ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich bin aber auch kein Fan von festen Shampoos. Das ist einfach nicht meine Welt. Davon werden meine Haare halt richtig, richtig trocken. Vor allem meine Kopfhaut. Das ist nicht so cool, ne? Dementsprechend wird das ja auch weiter wandern. Aber es ist halt von der Art und Weise her. Also ich mag halt, dass die Kosmetikindustrie halt mehr und mehr auch dazu übergeht, auch in der Drogerie, dass man öfters jetzt auch diese festen Produkte findet. Festes Duschgel, festes Shampoo, klar, auch wenn meine Haare es nicht so gerne mögen, ne? Aber auch feste Cremes und so. Das heißt, du transportierst im Prinzip kein Wasser mehr durch die ganze Welt, sondern du hast halt dieses feste Produkt und kannst es dann entsprechend zu Hause anwenden. Warum eigentlich nicht, ne? Und ja, man muss halt einfach, also das ist halt auch die Sache, du kannst durch die Boxen halt super viele Produkte ausprobieren, die du vielleicht einfach so im Laden nicht unbedingt dir kaufen würdest aufgrund von Preis oder es ist halt einfach anders als das, was du normalerweise so kennst. Und deswegen mag ich auch sehr, sehr gerne halt diese Beauty-Boxen-Geschichten, ne, dass man überrascht wird und da selber einfach mal auch auf so eine Reise mitgenommen wird. Dann habe ich ein Produkt für die Haare hier drin enthalten von Nature, Hair Conditioner, Organic Herbs, 30 ml Cruelty Vegan. Das ist einfach ein Conditioner, den kannst du dir halt in die Haarlängen reinmachen, Haarlängen und Spitzen. Mache ich mir halt ab Ohrläppchen und dann rein, ne? Lasse ich das meistens halt so lange einwirken, wie ich halt mein Duschgel auftrage, so, ne? Und dann wird alles ratzeputz abgewaschen. Ja, gründlich ausspülen. Und das machst du dir rein. Das ist halt ein normales Conditioner halt, ne? Ja, muss ich mal gucken. Organic Herbs. Pure Green. Ja, da steht jetzt nicht ganz genau, was er da jetzt machen soll, aber so eine kleine Größe kannst du auch mit auf Reisen und so ganz gut nehmen. Und hier haben wir dann sowohl Shampoo als auch Conditioner drin. Das ist cool. Ein bisschen dekorativer Kosmetik darf natürlich auch nicht fehlen. Irgendwas, ich weiß nicht mehr, was das Aussuchprodukt war. Was habe ich mir denn ausgesucht, Ina? War das die Mascara? Ich weiß es nicht. Badaboom Mascara. Die heißt so. Das finde ich jetzt schon sympathisch. 100% natürlich und vegan. 6 Monate darfst du die offen haben. Aus Italien. Ja. 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 Für beautifully defined, also definierte, lange und voluminöse Wimpern. Okay, also hast du damit im Prinzip nicht diese Ultrafülle, also dass du quasi dadurch verdickte Wimpern oder so bekommst, sondern einfach einen schönen derben Augenaufschlag. Ich packe die immer ganz gerne bei mir dann ins Fullface Beauty Box mit rein, dass ich dann da auch mal gegebenenfalls austesten kann, ob die Mascara was ist oder halt nicht. Hat eine schöne mattschwarze Verpackung, also es fasst sich unheimlich gut an. Das mag ich gerne. Wir haben eine Gummibürste, die sehr vielversprechend aussieht. Stinkt nicht. Die riecht super angenehm tatsächlich. Also sonst hast du bei Mascaren, gerade bei Naturkosmetiken-Mascaren, einen Duft mit dabei, wo du am liebsten schreiend weglaufen würdest. Aber das hier, es riecht angenehm cremig. Also sehr überraschend tatsächlich. Ne? Full Face Beauty Boxen schminke ich monatlich. Dann nehme ich mir dann die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte aus den jeweiligen Beauty Boxen des Monats vor, um zu schauen, wie das so läuft mit uns beiden und wie die so auf meinem Gesicht funktionieren. Ein Produkt haben wir noch. Das ist hier jetzt das 5. und letzte Produkt dann, genau. Und zwar von Style Echo Lipowi Plyn Miscellany. Achso, steht, das ist Polnisch. Ich kann kein Polnisch. 100% natürlich. Stylveco Micellenreinigungswasser aus Lindenblüten. Siehst du wohl. Ja, Micellenwasser verwende ich persönlich jetzt nicht. Ich mache ja Double Cleansing, das heißt erst einen Reinigungsbalsam und danach verwende ich halt einen Schaum oder ein Gel oder so. Micellenwasser oder Micellenreinigungsprodukte verträgt mein Gesicht nicht so gut.
Das kannst du zur Make-up-Entfernung verwenden, um Augen-Make-up zu entfernen, ein Wattepad mit der Flüssigkeit tränken, einen kurzen Moment auf das Augenlid legen und sanft von innen nach außen streichen. Das ist auch so wichtig, ne? Wenn ihr eure Augen abschminkt, wirklich immer so von Wurzel zu Spitze, macht bitte nicht so. Das ist nicht gut, ne? Da fallen euch die Wimpern ja recht schnell dann auch aus. Also wirklich immer ganz vorsichtig in dieser Bewegung. Also das ist halt so ganz vorsichtige Bewegung, die ihr da macht. Ganz seid lieb zu euren Augen. Das ist so mit einer der sensibelsten Regionen, die ihr so im Face und eigentlich am ganzen Körper auch irgendwo habt. Ja, genau. Jetzt habe ich da ein Haar gehabt. Ja, Micellenwasser. Juti, das hier wäre jetzt die Vegan Beauty Basket aus dem Monat September und Oktober gewesen, weil alle zwei Monate. Also quasi unsere Herbstpflege. Ich persönlich freue mich tierisch über das Rizinusöl und die Mascara. Das sind so meine Staple-Produkte, wo ich einfach denke, wenn ich die beiden habe, habe ich safe den Preis für die Box raus. Ne? Ja, ansonsten Haarpflege finde ich immer schön. Was zum Abschminken ist halt auch eine ziemlich coole Geschichte. Ne? Und das Rizinusöl, das kannst du halt sowohl für den Körper verwenden, als auch dann natürlich für deine Wimpern. Ich weiß nicht, ob man Rizinusöl sogar auch für die Haare nehmen könnte. Ich glaube aber, das wäre zu ölig. Ich glaube, das vertragen die Haare dann nicht so gut. Ne? Aber also ich feiere, dass die Junglook hier mit an Bord haben. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem Inhalt der Box unten in die Kommentare rein. Können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!